Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Für uns Fotografen sind Farben extrem wichtig, deswegen nehme ich das auch hier gerade aus meinem sonnigen Garten auf, wo die Bäume blühen und die Natur gerade in wirklich frischen Farben daherkommt. In der Fotografie sind maßgeblich zwei Farbräume relevant, sRGB und Adobe RGB. Und worum es da genau geht, nach dem Intro. Ja, wie gesagt, geht es heute um die beiden Farbräume sRGB und Adobe RGB, die wir in der Fotografie brauchen. Im Druck gibt es natürlich noch eine Menge andere Farbräume, darauf gehen wir heute nicht ein. Das ist ja auch für den Fotografen erstmal nicht so relevant. Die simpelste Definition ist, sRGB kann einfach weniger Farben darstellen als Adobe RGB. Und wichtig zu wissen ist vielleicht, dass die Kamera selbst grundsätzlich erstmal noch mehr Informationen aufnehmen kann, als sogar Adobe RGB speichern kann. Also selbst wenn man in RAW fotografiert, könnte die Kamera theoretisch mehr aufnehmen, aber der Farbraum gibt einfach nicht mehr her. Es gehen also quasi schon Farbinformationen erstmal grundsätzlich verloren. Und wenn du jetzt denkst, ja, wozu brauche ich dann überhaupt noch sRGB, dann liegst du gar nicht so ganz falsch. Das ist vielleicht dann sinnvoll, wenn du es dir besonders einfach machen willst. Wenn du in JPEG fotografierst, musst du dir natürlich schon wirklich im Vorfeld, wie bei so vielen Dingen, Gedanken machen, welchen Farbraum du verwendest, weil der wird halt ins JPEG eingebacken sozusagen, ja, also das JPEG enthält dann den Farbraum und da ist auch im Nachgang später in der Bearbeitung nichts mehr dran zu ändern. Das heißt also, wenn du JPEG fotografierst, mach dir vorher Gedanken, ob du sRGB oder Adobe RGB verwenden möchtest. Wie so oft hat RAW hier wieder große Vorteile, weil du dir auch im Nachgang, wenn du mit RAW schießt oder in RAW fotografierst, auch im Nachgang einfach noch überlegen kannst, wie die später die fertig entwickelten Bilder in Adobe oder in sRGB ausgeben. Also wenn du die Bilder aus Lightroom exportierst oder aus Photoshop exportierst beispielsweise, kannst du festlegen, in welchem Farbraum du das tust. Ich persönlich arbeite mit Adobe RGB, weil ich einfach mir denke, ja, wozu soll ich irgendwelche Farbinformationen schon im Vorfeld aufgeben oder warum soll ich darauf verzichten, wenn sie mir zur Verfügung stehen. Natürlich fotografiere ich sowieso grundsätzlich immer in RAW und kann mir am Ende des Tages immer noch überlegen, wie ich später das Bild ausgebe. Also nochmal ganz klar, der Farbraum ist, wenn ich in RAW fotografiere, nicht so wahnsinnig entscheidend, weil ich einfach die Möglichkeit habe, später den Farbraum im Export des Bildes noch auszuwählen. Bis vor einiger Zeit war auch klar, dass Monitore sowieso nicht mehr als sRGB ausgeben können, also normale Monitore. Hochwertige Monitore von ISO beispielsweise können deutlich mehr ausgeben, aber auch moderne Monitore sind schon in der Lage, deutlich mehr als nur sRGB auszugeben. Also das ist nicht mehr ganz so limitiert, wie es noch vor ein paar Jahren war. Und ja, das muss man natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen, wenn man sich von vornherein festlegt. Bis vor einiger Zeit hätte auch ich noch gesagt, nimm sRGB, damit bist du immer auf der sicheren Seite. Mehr kann sowieso niemand anzeigen. Aber das ist heute nicht mehr so ganz gültig. Damit limitiert man sich eigentlich ein bisschen. Das ist im Privatbereich sicherlich auch nicht so entscheidend. Im Profibereich kann das durchaus relevant sein. Hin und wieder liest man oder hört man, dass JPEG-Dateien, die nicht in sRGB exportiert wurden, teilweise zu Anzeigeproblemen führen. Ganz ehrlich, habe ich noch nicht erlebt. Aber mag ja hin und wieder durchaus stimmen. Das will ja nicht heißen, nur weil ich es nicht erlebt habe, dass es das nicht gibt. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn du in RAW fotografierst, dann ist das nicht so entscheidend und musst du dich nicht zwingen für einen Farbraum im Vorfeld festlegen oder auf einen Farbraum festlegen, weil du das später im Export noch definieren kannst. Nichtsdestotrotz, ich fotografiere immer oder habe in meiner Kamera immer Adobe RGB eingestellt, um genauso wie wenn ich mit RAW fotografiere, die meiste oder die möglichst viele Informationen zu behalten und später selbst entscheiden zu können, was ich davon verwende. Und was nicht. Wenn ihr den ganzen wissenschaftlichen Quatsch zu dem Thema Farbraum lesen wollt, verlinke ich euch unten den Wikipedia-Artikel. Ich werde das hier ganz sicher nicht breittreten. Wie haltet ihr das? Welchen Farbraum verwendet ihr? Habt ihr euch da überhaupt schon mal Gedanken drüber gemacht? Oder arbeitet ihr standardmäßig mit sRGB? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Abo dalassen, falls noch nicht geschehen, und die Bimmelbammel einschalten, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wenn ihr einfach fotografieren lernen wollt, dann verlinke ich meinen Videokurs, der kommt demnächst. Tragt euch ein, kostet im Augenblick nichts. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Oh, alter Mann. SRGB. SRGB. Wer kommt eigentlich auf solche komischen Bezeichnungen? Oh!
Saugerei ist nichts für mich. Uah. Moderne Monitore. 1, 2, 3, nochmal, ist das so schön. Da verbiegst du dir alle Knochen. Eieiei. Ist das so schön bunt hier. Ach, ist das schön bunt hier. So viele tolle bunte Farben. Ist das jetzt erst RGB oder ist das Adobe RGB? Ich weiß es nicht. Bunt ist es halt. Eieiei.